dadurch hier durch 21 Wheat halt 7 Brote herstellen. Und das wäre besser, wenn ich jetzt die 7 Plätze voll belegt hätte eigentlich. Und deshalb dachte ich, dass das eine ganz gute Idee wäre. So, die Pfeile haben wir hier. Was brauchen wir? Ne, hier müssten Cobblestones vielleicht hin, wenn wir mal in die Höhle gehen. Ich nehme mal ein 64er Stack mit. Da. Und was wollte ich noch mitnehmen? Ich wollte noch. Sie brauchen wir nicht viel. Vielleicht noch ein paar Fackeln machen und ein zweites Sortiment von Spitzhacken und Schaufeln. Dazu Stickies haben wir dabei. Brauchen wir ein bisschen. Nein, keine Kohle. Wir brauchen Eisen. Nehme ich mal ganz kurz ein bisschen was mit. Das können wir herstellen. Das ist unsere Werkstatt. Und ja, dann mache ich hier mal schnell eine Spitzhacke und eine Schaufel. Und ach ja, habe ich nicht genug reingelegt. So, dann. Ja. Dann wäre es das schon. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt so schnell verheizen. Und eventuell noch ein paar Fackeln. Dann habe ich dann Kohle hier. Da nehme ich mal 14 Kohle mit und hau die auch noch mit rein. Und dann geht es auch jetzt gleich mal los. Und wir gucken nochmal, ob wir in der anderen Höhle da was finden können. Oder ob das mit dem Spinnen-Dungeon wieder nur ein Hirngespinst von mir aus war. So, dann nee, nee. Natürlich haben wir jetzt kaum was dabei. Da können wir unterwegs nicht sonderlich viel herstellen. Ich wollte eine Crafting-Box noch mitnehmen. Kann ich mir hier craften, nicht, dass das Holz für irgendwas anderes verbrauche und ja. So, das wäre dann jetzt erstmal geregelt, denke ich. Wir haben ordentlich Platz und dann würde ich sagen, geht's auch langsam mal los. Und ja, ich denke nicht, dass wir jetzt irgendwas vergessen haben und dann, ja. So, diesmal gehe ich auch mal durch den eigens gebauten Tunnel. Ich verwechsel das ja immer. Und uns kann es im Moment gerade ziemlich Wurst sein, ob es Tag oder Nacht ist. Und ach ja, wollte ich es noch ersetzen, hier oben mit Glas eventuell. Und ja, dafür habe ich hier die Aussicht gemacht, dass man hier stehen kann und dann hier schön die Tintenfische an sich vorbeiziehen kann. Sehen kann, vorbeiziehen, sehen kann, so rum. Ja, guck mal hier, ich bin schneller als du. Die sind alle so langsam. Und ja, mal eine perfekte Aussicht und dann, ja. So, geht's mal nach oben und dann, ja, irgendwelche Creeper springen hier nicht rum und dann würde ich sagen, geht's mal hier in die, na, wie heißt's, eventuell Dungeon-Höhle rein. So nenne ich es jetzt gerade mal. Und hier kann man natürlich sehr, sehr schön fahren mit dem Teil. Und hier ist noch gerade ein Schweinchen. Kekse ich nochmal mit. Und hier von die Feder sammle ich ein. Dann geht's mal wieder nach unten. Ich hoffe, ich kenne den Weg noch. Ich hoffe es. Aber ich denke es mal. Es geht mal wieder ums Höhlenerkunden. Die Monster sind hoffentlich auf easy an. Ja, die sind an. Gut, dann ja. Brauchen jetzt wieder 5 Minuten, bis wir endlich da an der Stelle sind. Autsch. Naja, klar. An der Stelle sind, wo wir das letzte Mal waren. Und ja, dann laufe ich einfach jetzt mal da lang. Den Weg müssen wir auch kennen. Dann hier rechts. Und ach, wie oft sind wir eigentlich schon hier lang gelaufen? Das gibt's nicht. Ich muss vielleicht mal eine Abkürzung machen. Ich wollte mich ja mal bei dem Dungeon, was mich schon gefunden, also bei dem Dungeon Nummer 2 mal vielleicht rausgraben, da eine Monsterfalle machen. Und ja, ich habe ja keine Ahnung, wo ich jetzt gerade einen Berg stecken, in welcher Richtung ich irgendwo. Nee, das war falsch. Hier und dann hier hoch. Und ja, ich hätte vielleicht mal die Landkarte mitnehmen sollen. Dann wird man auch sehen, wo wir rumlatschen eigentlich. Im Vergleich zum Haus. Aber naja, so schlimm ist es jetzt auch wieder. Erkundet ist ja schon alles. Und dann, ah, hier unten ist mein Warnsignal. Denn hier oben ist ja auch noch ein kleiner Ast. Und ich würde sagen, der nervt so ziemlich. Und deshalb erkunde ich den doch vielleicht mal jetzt schon. Auch wenn ich natürlich hier nicht stehen geblieben bin das letzte Mal. Allerdings sollten wir das mal hinter uns bringen. Und hier kann natürlich wieder alles Mögliche kommen. Ha, also ob gar nicht wert, außer ein bisschen Kohle natürlich eingepackt. Wenn wir schon mal da sind. Ich habe jetzt gedacht, kommt wieder so ein Riesenhöhlchen oder so ein ziemlich großer Abzweig. Aber da kam dann doch nichts. Und ja, dann ja, lassen wir es halt. Und wir begnügen uns hier mit dem. Oder mit den paar Kohleklötzchen, die hier so drin stecken. Oh ja. Und dann hätten wir auch schon die Kohle abgebaut und wir gehen mal weiter und hier ist mich, glaube ich, irgendwas runtergejumpt. Da steht ein Skelett. Das Coole ist, mit dem Diamantschwert bräuchte ich nur 2 Schläge. 1, 2, zack. Und ohne Probleme, ohne Schaden zu bekommen, haben wir das auch schon einkassiert. Allerdings, die Höhle ist irgendwie nicht sicher. Es gibt überall dunkle Stellen und da spawnt hier und da mal wieder was. Und ja, ich leuchte es halt nicht immer so perfekt aus. Ich glaube, hier in der Mitte könnte was spawnen, immer mal. Da, Zombie. Ich war zu lange nicht mehr hier drin. Die sind alle gespawnt, wo ich draußen war. Auch wenn man hier in einer halben Stunde vielleicht mal einen Mob spawnt. Aber wenn man lang nicht drin ist, dann kommt natürlich haufenweise. Dann geht's hier hoch irgendwo und dann geht's hier wieder runter.
Und ja, ich kenne den Weg noch, nehme ich mal an. Da müssen wir auch noch hin, aber hier ist gerade was hochgesprungen. Da steht irgendwas, sieht aus wie ein Creeper. Da sind die Füße, falls man das sehen kann, da sind noch Füße. Unten da unten ist es hell, das heißt, sieht aus, wenn ich da schon mal gewesen bin. Allerdings, ja, habe ich doch, oder würde ich da gerne jetzt mich mal runtergraben, denn wir laufen hier immer wieder vorbei und erkunden das gar nicht. So, ich grab mich mal hier so ganz frech nach unten. Und natürlich eine Fackel erst noch setzen und dann da ein Creeper. Ich wusste es. Ich wusste es. Schwert rausholen und spring hoch, damit ich dich schlagen kann. Und noch einmal. Jawohl, perfekt. So, dann geht's hier runter und ja, nochmal Kohle hier wieder. Und haufenweise Kohle. Ich frage mich, wofür wir das alles brauchen, weil so viel Material habe ich auch wieder nicht zur Verfügung. Also irgendwo kenne ich das. Ich glaube, hier sind wir schon öfters mal. Oder viel, viel früher mal unten noch was haben wir was erkundet und sind dann immer unten an der einen Kurve abgebogen nach links und sind gar nicht nach hier oben. Deswegen auch schon die Fackeln da. Aber naja, das kann ja mal passieren, deshalb erkunden wir das jetzt. Und na okay, da kommt nichts, ich hab gedacht. Kommt schon wieder was hoch. In der Hoffnung, dass, ja, ich kenne den Weg auch gleich wieder. Oder wo, nee, warte mal. Ist alles dunkel hier. Uäh! Von wegen alles dunkel. Autsch, na klar. Tui, toll. Okay, das sind halt Griever, so sind die halt. Ich gehe da mal hoch und. Ja, die werden alles zerlegt. Ich könnte mir hier eine Decke wieder reinziehen. So. So. Und dann war ich hier nicht schon mal. Warum ist hier so wenig erkundet? Kann das sein, dass hier mal flüchten muss aus irgendeinem Grund, und deshalb das Ganze hier so gelassen habe, wie es war. Das kann sein, würde ich sagen. Wo geht es eigentlich hier lang? Ja, hier ist natürlich jetzt wieder alles ausgeleuchtet. Und auch hier unten zumindest. Ach ja, ach ja. Hier sind wir und da geht es auch noch lang. Oh. Ich würde vorschlagen, dass wir oder dass ich erstmal hier entlang gehe. Und immer die Entscheidungen sind natürlich immer sehr doof von mir, weil immer dann irgendwas lauert. Allerdings sehe ich da gerade Eisen, deshalb hat sich das Event schon gelohnt. Ich habe gar nicht gedacht, dass hier noch so viel los ist. Wow, ist doch nochmal ultra groß hier drin. Ich guck gerade mal hier unten, nicht, dass da irgendwas von hinten kommt. Und so viel Kohle schon wieder. Ich will keine Kohle. Ich will hier Redstone, brauche ich vielleicht. Oder Diamanten oder sowas. Aber keine Kohle. Kohle ist jetzt auch nur da, damit wir unsere Kisten damit füllen. Damit wir auch was drin haben. Nicht damit es nur so aussieht wie. Ja, große Kisten, aber nichts drin. Ich habe jetzt so ein schönes Lager angelegt. Aber was bringt mir das, wenn ich da gar nichts drin habe? Ach, da gehe ich jetzt nicht dran. Die paar Stückchen da lasse ich jetzt da oben liegen. Das nehme ich hier noch mit. Und dann hätten wir das. Ich muss mal wieder tiefer in die Erde nach unten. Da gibt es nämlich mehr Eisen und andere Sachen als Kohle. Die Rohstoffverteilung ist ja ziemlich klar, weil da oben findet man, also man findet praktisch in der Tiefe, ja, Diamanten fast genauso häufig wie Kohle. Wenn man ganz unten über dem Bedrock gräbt, weil Kohle hat da unten gar nicht mehr so viel verloren. So, Fackeln rausholen und ganz vorsichtig diesmal. Aber ihr wisst ja, Vorsicht ist ja mein zweiter Vorname und da klappt das und. Hier scheint nicht mehr viel los zu sein. Ich spring trotzdem mal rein. Nee, hier ist nichts mehr. Nix. Nixe drinne. Und deshalb geht es mal wieder. Wo kommt das was eigentlich her? Seltsam. Und deshalb geht es wieder mal hoch. Und ich gehe dann, ja, wo gehe ich mal lang? Hier unten, da waren wir ja schon. Oder waren wir teilweise. Und hier waren wir aber schon. Ich bin gerade am Überlegen, wo es dann hier hoch geht. Okay, ich habe wieder einen Zombie irgendwo hier rumeiern. Ah ja, hier wären wir dann. Ah ja, ach ja. Und ja, dann. Hier wären wir auch schon mal gewesen. Und ja, dann so ungefähr weiß ich wieder, wo ich bin. Und die Frage war, ob hier noch was war. Ja, hier kommen wir dann von oben runter. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich da eine Fackel dran und da wir jetzt praktisch da, wo wir runter sind,
Unten ist das aber gleich nochmal. Die Stelle ist ziemlich ähnlich und nochmal. Deshalb habe ich da, hat mich das ein bisschen irritiert. Und die Frage ist, wo es da noch lang ging. Das würde ich gerade gerne mal abchecken. Deshalb baue ich mal schnell eine Brücke, nicht Treppe, Brücke rüber. So, und dann gehe ich mal hier hoch und dann gucke ich mal, was hier alles so zu sehen gibt. Falls auch was zu sehen gibt, gibt es hier was zu sehen. Ach nee. Ist ja eine richtige Abkürzung. So, dann gut. Dann, ja, dann gehe ich mal wieder doch jetzt hier runter endlich mal und erkunde den einen etwas dunkleren Ast. Denn ich laufe immer 10-mal die gleiche Strecke entlang. Da ich will nämlich immer alles abgehakt haben. Da unten müssen wir noch lang gehen. Das kommt aber noch. Ich gehe zuerst mal hier oben, dann hier links und dann hier geradeaus durch. Und durch dieses kleine ja, Türchen hier, sag ich jetzt mal, zwei Felder breit, zwei Felder hoch. Und hier ist überall dunkel jetzt. Ich stecke mal hier gerade ein paar Fackeln ab. Nicht, damit uns irgendwas überrascht oder sonst wo. Und dann, oh, da ist noch Eisen, das nicht. Dann jetzt muss es einigermaßen safe sein. Ich habe ja davor noch die eine Fackel. Eisen nehme ich aber mit, denn das braucht man immer eventuell für ein ausgeklügeltes Schienensystem. Kann man es immer nochmal gebrauchen. Und ja, dann da und da. Und hier, schon wieder hätten wir, wie viel? 9 Eisen. So, Fackeln raus und erkunden und... Ach ja, das war's schon. Die Kohle, die, ja, kann die Höhle sich gerade jetzt mal sonst wohin stecken. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Und den anderen Abzweig hier weiter. Und dieses Mal geht es... Hier runter könnte ich eventuell vielleicht mal gehen. Allerdings nicht nach rechts wie, oder nach hier oben, wo wir sonst mal lang gehen, sondern mal nach unten, nämlich da ins Dunkle hinein. Jetzt mache ich hier mal Licht und ja. Das Spinnendungeon war natürlich dann woanders oder das eventuelle Spinnendungeon wäre woanders gewesen. Ich würde aber trotzdem gerne mal hier lang gehen und das mal anschauen. Und hier ist auch nichts mehr gut. Oder nicht gut. Hier, ja, geht's nach unten, waren wir da hier gerade schon. Das war jetzt hier, wo der Creeper uns gerade um die Ohren geflogen ist. Ich spring da mal runter, so ganz tollkühn. Wow, hier sind wir. Ah, wir haben die ganze Abkürzung gemacht. Wow, genial. Ist ja nicht zu fassen. Wir sind schon wieder fast beim Spinnenanschen. Wir haben den ganzen Umweg, können wir uns jetzt sparen. Den ganzen Umweg können wir uns sparen. Und was ist denn hier los? Ich komme über die Mobs raus. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe hier nicht ordentlich abgefarmt, das ganze Zeug hier. Da können wir also hoch. Hier ist noch ein zweiter Eingang. Ja.